Heuer feiert Franz Prey seinen 50. Geburtstag. Mit einem festlichen Einzug der Ehrengäste, Vereine und Institutionen sowie einiger Schützenkompanien beginnt der Festreigen in Unterlamm. Der singende Pfarrer Franz Prey war fast 10 Jahre lang Pfarrer in Unterlamm und im Pfarrverband der angrenzenden Gemeinden. Man hat ein sehr dankbares Herz gegenüber Unterlamm, auch gegenüber den ehemaligen Pfarrern Hatzendorf, Breitenfeld, Jonsdorf, Brunn, Weinberg, St. Kind, der ganze ehemalige Pfarrverband. Allgemein das Herz auch von einem Franz Prey schlägt heute noch ziemlich steirisch. Die Gemeinde Unterlamm hat ihrem ehemaligen Pfarrer ein tolles Fest bereitet und fast die gesamte Bevölkerung hat daran teilgenommen. Es war natürlich auch ein Geburtstagsgeschenk, aber ich glaube, es war auch ein Zeichen der Wertschätzung. Er war beinahe 10 Jahre hier in Unterlamm tätig und es war eine wunderbare Zusammenarbeit. In dieser Zeit ist vieles geschaffen worden, es ist Bleibendes geschaffen worden, was auch unsere Nachfahren noch sehen und erleben können. Die Festpredigt bei der Heiligen Messe hält der Diözesanbischof von Eisenstadt. Seit 4 Jahren ist Franz Prey nämlich in der Diözese Eisenstadt, genauer gesagt im Pfarrverband Deutschkreuz-Neckenmarkt im Mittelburgenland, tätig. Dort haben die Geburtstagsfeierlichkeiten auch begonnen. Der Pfarrer wurde dort von der Bevölkerung bestens aufgenommen. Das Erste, was mir zu Franz Prey einfällt, das werden Sie jetzt gleich hören. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt ganz in unserer Diözese haben, dass er Priester unserer Diözese Eisenstadt ist. Die Zusammenarbeit ist hervorragend. Sie kennen ihn, er ist wie eine Glocke, er hat marianische Allüren und er ist auch ein guter Sänger. Und ich glaube, all das wird er in die Seelsorge auch unserer Diözese gut einbringen. Weiter geht es mit den Gratulationen des Tourismusvereins, der Gemeinde und verschiedener Vereine. Auch verschiedene Musikkapellen und Musikgruppen machen ihre Aufwartung, wie zum Beispiel die Waldauer, Udo Wenders, der Höhepunkt der musikalischen Wünsche, der Jubilar singt gemeinsam mit seinem Chor Signum das Lied, mit dem er beim Grand Prix der Volksmusik aufgetreten ist.